Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es gibt wieder Phasmophobia. Ich denke, viele von euch kennen das Spiel mittlerweile entweder aus den Videos oder weil einfach selbst gespielt wird. Und man hat so Erfahrungswerte. Es gibt Geister, die kleben einen an den Hacken, die wird man einfach nicht mehr los. Und es gibt Geister, die lassen sich bitten. Und zwar sehr lange. Zu welcher Kategorie Sandra in dieser Folge gehört, das müsst ihr jetzt selber herausfinden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und habt noch einen tollen Tag. Ja, diesmal lasse ich sogar die Pillen in Ruhe. Ja, okay, diesmal war er's. Kater war's. Wir haben eine Sandra. Eine Sandra. Sandra Thompson. Bewegungssensor, Kruzifix, Foto. Und sie guckt so, als würde sie uns am liebsten alle umklatschen. Sandra? Also ich gehe wieder in Directs. Zu Sie gehen wir. Ja, wollen wir wieder hoch? Ja. Hier ist eine Tür offen. EMF5 hier unten an der Umkleide. Schon? Jo. Er hat doch direkt an der Tür gespielt. Das ist doch mal wahrhaft gut. Scheißhaus, also. Ah, ich hab ja vergessen. Ja, wir haben ja auch 10 Grad, von daher. Glaubwürdig. Frage ist, wo genau? Also EMF5 war direkt an der Tür. Also ich war kaum im Türrahmen. Mal so eine Frage. Ist Susi eventuell irgendwie gemutet und redet die ganze Zeit und wir hören es nur nicht? Das kann gut möglich sein, weil ich sehe das im Stream, wie die Kamera sich halt immer bewegt, aber da kommt halt nichts wieder her. Sie will einfach nicht. Hallo? Habt ihr schon mal Rocket League gespielt? Ja, und es ist nicht mein Ding. Das wäre nämlich auch ein lustiges Stream-Spiel. Ich habe eine Vermutung, dass das hier noch in den Minusbereich geht. Ich hatte das schon in 5 Grad hier. Ich habe einen Bewegungssensor. Haben wir eine Kamera schon drin, wegen Orbse? Die hat mich drin. Gefriertemperatur. Yeah. Phantom oder Banshee? Ja, könnte ein Banshee sein. Ich komme hier mit dem Licht hier. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Mo ist, glaube ich, tot. Nein, ich lebe nur, sogar keine Hand. Aber er hat gehaucht. Das war ein Einzelgänger. Warte, ich habe den Bewegungssensor noch. Wartet mal. Aber ja. Ja, wir warten. Wir warten raus. Aber wir haben noch eine Kruzifix-Aufgabe. Bewegungssensor. Spaß. Bewegungssensor hängt. Susi, komm mit. Wir brauchen deine Hilfe mit dem Kruzifix. Wir haben leider nur, wenige Hände. Da wir hier auf dem Weg vor der Macht sind wir die Fotografen überhaupt. Also ich mach generell, ich mach immer den Fotografen. Ich finde, die Geister sind so fotogen. Er ist gerade durch den Sensor gelaufen.
EMF-5, Gefrier und Orb. Stimmt, EMF-5. Schon wieder Phantom? Ja. Ich hatte lange keine Mare mehr. Oder ein Revenant. Also ein Revenant brauche ich jetzt auch nicht. Neuen Update. Revenant hatte ich mit Raz alleine im Asylum. Ich glaube, das hatte ich gesehen. Wir waren zu zweit und bei der ersten Hand war ich tot und dann musste er Asylum alleine machen. Ja. Duffy, schenk mir ein Foto. Sie hieß Sandra, oder? Im hinteren Bereich. Oh nein, er hat mein Buch. Er hat das Buch hier weggeschoben. Du Pisser. Pisserin. Hast du Angst? Uns ein Zeichen. Hast du Angst? Hallo, ich bin von der Bravo und ich möchte bitte ein Foto. Zeig dich. Kannst du mir mal was vorsehen, kannst? Heiliger Erzengel Michael. Ich kann das nicht. Der Bewegungssensor wird hier vorne übrigens, glaube ich, nichts bringen. Doch, ist schon durchgelaufen, ist schon erledigt. Echt? Ja. Oh. Oh, lass mal Basketball spielen. So Ball hin und her werfen. Sandra, kannst du das Licht anmachen? Ach, Moment, stimmt. Ich muss ja das Fuzzifix noch irgendwo hinpacken. Ich pack das Fuzzifix mal hier. Bam! Ich bin doch kein Hund. Sandra, zeige dich. Nein. Das Hallo. Ist Ball, das ist ein Ball, der sich als Boomerang identifiziert. Komm, ich fang. Du kannst ihn nicht fangen, wenn du eine Taschenlampe in der Hand hast. Ich kann ihn sehr wohl fangen. Sandra, zeige dich. Ich brauche ein Foto. Soll der F stehen in der Mitte spielen? Den kompletten Namen? Soll der F stehen in der Mitte spielen? Komm mal hier in die Mitte. Wir spielen jetzt F in der Mitte. Kennt ihr das noch von der Grundschule? Also bei uns hieß es Schweinchen in der Mitte und es wurde eigentlich nur genutzt, um Leute zu mobben. Oh nein. Es gab so manche gebrochene Nase dabei. Weil der Ball zufällig ins Gesicht geflogen ist. Warum ist zufällig, mit voller Wucht. Sandra, zeige dich. Ich habe Angst. Sandra. Hilfe, Hilfe. Panik. Hand. Angst. Jo. Lass mich nicht. Also ja, oh Gott. Ganz kurz. Sandra. Zeige dich. Zeig dich uns. Glaubt ihr, die ist schüchtern? Anscheinend. Will jemand alleine hier drin bleiben und ein Bild machen? Also ich bleib gerne alleine auch hier drin. Sie krabbelt. Der war links. Links, sie krabbelt. Krabbel? Ja. Krabbel? Ja, sie folgt dir. Nein. Ich hab sie aber nicht aufs Foto bekommen. Hört mal auf zu T-Bank. Ich versuch mal hier ein bisschen wieder Geld zurückzugeben. Zählt als Interaktion, wo sie drauf ist. Sandra, bist du hier? Sandra, zeig dich. Zeige dich. Ja, ein Kruzifix fehlt auch noch. Der Kruzifix
Naja, sie ist in der einen Ecke gespawnt. Wenn man das jetzt dorthin legt, weiß ich nicht, ob das was bringt. Ich hab's umgestellt. Ich hab ja gesehen, wo sie gespawnt ist. Also wenn du in der Tür stehst, ganz links direkt in der Ecke, war sie plötzlich da. Geisterwelt haben wir, ne? Foto ist erledigt, ja. Kruzifix nicht. Nehmt euch eine Kerze. Wir gehen jetzt gemeinsam rein, indem wir auch die Kerze halten. Und dann? Gehen wir rein. Warum? Provozieren. Wir müssen eigentlich nur weggehen. Wir können durch die gesamte Schule laufen. Man wird uns nicht kriegen. Ja, aber das eine Kruzifix direkt in der Tür. Das heißt, sie ist ja übergelaufen. Nein, ich hab's umgestellt. Ich hab's jetzt umgestellt und wurde zum Beispiel nicht gehuntet. Und die Kerzen machen halt nochmal extra Licht für uns. Naja, aber dann sehen wir nicht, wenn sie, sehen wir nicht direkt, wenn sie jagt, weil die Kerze nicht flackert. Ja, aber... Ich bleib bei der Taschenlampe. Wir nehmen Kerze in der Hand und Taschenlampe. Ja, beides aktivieren. Ihr könnt es ja machen, ich mach das nicht. So. Punkt. Ja. Dann bleibt unsere Sanity länger höher als deine. Sehr Na schön. Und? Ich bin heute schon so oft dem Tod von der Kippe gesprungen. Wie heißt das? Bist du hier? Ich sehe von hinten dein Gebiss. Dein Hinterkopf ist aufgerissen. Ja, das sah bei dir eben. Sah bei dir eben auch. Ich glaube, das ist, weil der Geist ja dir den Kopf dreht. Willst du dich zeigen? Zeig dich uns. Ja, ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Okay, hier ist eins. Dann legen wir das Kruzifix um. Wir eins hier hin. Und hoffen, dass das Ganze gleich getriggert wird. Willst du dich zeigen? Wo bist du? Zeige dich uns. Zeige dich uns. Oder hast du Angst? Fürchtest du dich? Fürchtest du dich? Möchtest du deine Anwesenheit zeigen? Bist du? Was willst du? Okay, er will handeln. Geht zu dir. Jo. Mein Gott. Susi ist tot, oder? Ah, nein, doch nicht. Krabbel, krabbel, krabbel. Ich will die Treppe an deiner Stelle hochgehen. Treppe hoch. Ich krieg sie nicht aufs Bild. Okay. Wir haben schon Bild, wir haben schon Bild. Sie folgt dir noch? Ja, ja. Komm her. Ja.
Braves Mädchen, hier, ja. Die holt ein, aber hört mir nicht zu. Wo jetzt lang? Ist vorbei. Jetzt einfach wieder nach unten. Sollte ja gleich die Treppe unten sein wieder. Sie hatte die Tür offen, deswegen dachte ich, der Geist würde jetzt sie fokussen. Nee, die war auf dich eingeschossen. Das heißt, die Kruzifixe sind nicht richtig platziert. Wir können sie also nochmal umstellen. Strom ist auch nicht hier. Würde ich eins, würde ich auf diese Achtung. Seite versuchen. Oder auch nicht, weil man wieder jagen will. Jupp, sie kommt. Aber diesmal verliert sie uns oben. Würde ich behaupten. Ja, ich wüsste halt gerne, wo sie spawnt. Also das eine Mal, wo ich es gesehen habe, halt wie gesagt in der Ecke. Ja, der Raum ist halt groß, ne? Wir gehen gleich einfach wieder nach unten, sobald die Treppe kommt. Ich sehe sie nicht mehr. Ist vorbei. Bye. Wir gehen einfach hier immer im Kreis. Uzi, fix es ja. Immer noch nicht erledigt. Das haben wir bemerkt. Ich glaube, ich leuchte jetzt auch hier ein bisschen mehr aus. So, wir haben jetzt ey, Mo ist hier! Mo! Ina, ich seh dich, tanz für mich! Yeah! So, ich habe Kruzifix mal umgestellt. Vielleicht weiß Mo ja, wo sie spawnt. Vielleicht will er uns das zeigen. Ah, ich gehe spazieren. Er kann aber immer reinkommen. Ich gehe einfach spazieren, das passt schon. Zeige dich. Sandra! Dandra. Wie heißt denn der Geist mit Nachname? Thompson. Sandra Thompson. Sandra Thompson. Wo bist du? Was willst du? Mein Gott! Meine Ohren. Was willst du? Warum willst du? Boah! Okay, sind immer noch falsch platziert. Sie war unter dir. Sie rülpsen, aber ich sehe sie halt nicht. Sie ist quasi unter dir gerade gespawnt. Ja, dann verlegen wir mal die Kruzifixe beide nachher nach vorne. Das könnte natürlich helfen. Folge unserer Stimme, damit du gar nicht auf der anderen Seite der Treppe kommst. Wird gerade ausschauen. Nicht, dass sie jetzt gleich U-Turn macht und uns outplayen will. Vorbei. Dann verlegen wir mal beide Kruzifixe nach vorne, dann muss es vielleicht aufhören. Wenn das dann nicht klappt, dann verlegen wir einfach nochmal. Wir haben jetzt hier Gefriertemperaturen. Ja.
Wir haben jetzt hier schon auf der Treppe Gefriertemperaturen. Moin. Hallo. Ich nehme jetzt noch das zweite Kruzifix. Die ist gerade hier in der Tür gespawnt. Ich würde ein bisschen Abstand halten. Ja, Mo zeigt auch, dass sie dort gespawnt ist. Er schmeißt dort das Buch. So, das ist 3 Meter Umkreis. Da darf sie jetzt nicht spawnen. Das hier ist auch 3 Meter Umkreis. Hier sind wir safe. Zeig dich, bitte. Sandra Löse Thompson. Das Kruzifix weg. Sandra, wir würden gerne diese Runde beenden. Sandra Der Mo Thompson. Muss einkaufen. Er hat sonst Ansonsten Hunger. Ansonsten könnten wir auch einfach sagen, scheiß mal auf das Kruzi, das funktioniert eh nicht. Bei so einem großen Raum. Dann kann jeder einkaufen gehen. Hier weitermachen, was ihr auch machen wolltet. Weil ich glaube, Sandra Thompson wird hier nicht mehr erscheinen, weil Sandra Thompson bestimmt Angst hat. Ne? Hast du Angst? Ich bin ein Geist. Kann man nebenbei auf dem Handy. Ja. Ich weiß nicht. Die ist halt so dazwischen. Ja, sie war halt hier drinnen, aber. Sandra, come on, ein letztes Mal. Dann machen wir es anders. Was Gutes an Gefriertemperaturen? Was denn? Weiche Sandra. Ja. Das stimmt. Bleibt ein bisschen Sandra. Gekühlt. Weißt du, ja, es ist. Ich glaube, Sandra will nicht mit uns. Sandra sprechen. Thompson. Zeige dich. Zeige dich. Komm. Ach, die Quest ist fertig. Mo schreibt gerade, die Quest ist fertig. Wir gehen. Okay. Ach, dann sind die Danke, hier richtig Mo. Platziert. Dann muss ich mich ja hier nicht mehr länger aufhalten. Oh nee. Ja, dann machen wir noch eine Runde nach oben. Susi kann in ihr Salzkreis sehen. Gehen. Ich will natürlich einen fiesen Move machen und eigentlich bei Susi loopen. Aber das machen wir mal nicht. Wollte sonst? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, aber. Geh ich zu Susi! Weiß Eingang! Es auch nicht. Geh zum Eingang! Folgt uns. Da ist aber jemand böse. Ich sehe sie gar nicht. Ist, glaube ich, jetzt nur ein Schatten, oder? Ja, ist nur der Schatten. Oh je, nicht der Schatten. Du hast es fast. Nicht mehr lang. Und sie öffnet halt immer noch die Türen. Sie hört immer hier auf. Hier ist halt immer dann die Zeit rum. Jetzt aber schnell jetzt raus. Einen anderen Weg, der ist etwas kürzer. Wir gehen jetzt rechts raus. Ja. Eine ewige Warterei. Ich glaube, sie ist noch im Haus, Susi. Susi, bist du sicher? Ah, sie versteckt sich. Hallo! Mein Salzkreis hat voll geholfen. Wollte mich. War bei mir kurz. Ich hab kurz. Gut, also was war es jetzt? Ein Phantom. Phantom. Gut. Phantom. Dann abfahren. Oh, ja, ja. Thank you.